Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ich habe leider eine schlechte Nachricht. TB hat es schon wieder festgestellt in der letzten Folge. Und zwar, dass die letzte Folge nicht wirklich die letzte Folge war, sondern dieselbe wie die Folge 14. Ich muss ehrlich zugeben, mir ist es absolut nicht aufgefallen. Ich kann jetzt aber auch leider da nichts mehr ändern, da die Folgen bzw. das Rohmaterial bereits gelöscht ist. Da ist uns zu viel Gigabyte an Speicherplatz verbraucht. Pro Video habe ich ca. 20-30 Gigabyte, weil ich in so guter, sozusagen immer in der höchsten Qualitätsleistung aufnehme, die es gibt. Damit ich, wenn ich was ändern will, sozusagen das Material in den bestmöglichen Qualitäten habe, die ich besitze. Und dadurch, dass ich in der letzten Folge oder in den letzten drei Folgen, mit inkludiert der 15, die nicht mehr existiert, mein Schnittprogramm gewechselt habe, hat TB ganz recht, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Ich habe viel probiert, um den Content zu verbessern, beziehungsweise, ihr hört es vielleicht auch an meiner Stimme, wenn ihr es vergleicht mit den vorigen Folgen, habe ich einen Voice-Changer reingemacht, ein bisschen die Voice angepasst, damit es angenehmer im Video hoffentlich rüberkommt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und deswegen scheint mir wohl ein Fehler beim Schneiden passiert zu sein und ich habe aus Versehen einmal die falsche Datei beim Schneiden reingezogen. Und dadurch, dass ich durch das ganze Umstellen relativ viel Stress hatte, die Videos hochzuladen beziehungsweise auch zu schneiden, ihr könnt es euch so vorstellen, normalerweise mache ich das jetzt wie diese Woche wieder. Ich produziere pro Wochenende 6 Videos und dann werden die auch am Wochenende hochgeladen und fertig, weil während der Woche will ich neben der Arbeit, neben der Matura, arbeite ich an meinem eigenen Spiel. Und daher ist mir wohl wahrscheinlich hier dieser kleine Fehler unterlaufen, dass ich einfach übersehen habe, dass ich dieselbe Datei verwendet habe und habe diese auch hochgeladen. Die habe ich eigentlich erst vor 3 Tagen hochgeladen jetzt am Ende. Hört sich nicht spät an, aber für mich ist das relativ spät eigentlich. Normalerweise sind die dann schon, also die Samstagsfolge ist am Samstag oder Sonntag hochgeladen und fertig, ready. Dann kann einem natürlich, dann gucke ich zwischendurch durch, weil ich lese ja eure Kommentare und alles. Und dann kann ich die auch wiederum, dann fallen mir Fehler öfters mal auf. Auch wenn das System, was ich bis jetzt hatte, in der Zeit, wo ich Adobe verwendet habe, relativ ausfallsicher war. Ich hatte bis jetzt nur einen Fehler mal, beziehungsweise zwei. Alle anderen habe ich davor beheben können. Oder waren noch behebbar. Ist dies leider meiner Umstellung zu schulden und dem ganzen Testen der neuen Systeme, weil ich komplett von Adobe jetzt mich entferne und auf GIMP und auf ein anderes Schneideprogramm umsteige, um halt meine Produktivität zwar genauso hoch und genauso gut zu halten und genau die Videoqualität vielleicht sogar noch ein Stück zu verbessern, indem ich mich in neue Systeme einluchse und hier vielleicht noch 1-2 kleine Features rausfinde, die ich richtig gut nutzen kann, aber auch gleichzeitig mir eine Menge Geld spare, weil Adobe kostet nun mal. Und zwar nicht wenig, sondern kostet jährlich mehrere hundert Euro. Ja, man kann sich die einzelnen Programme holen, aber wenn, dann wollte ich alle haben, weil dann habe ich es auch gleich mitverwendet für mein Spielprogrammieren. Mittlerweile habe ich aber selbst das Spieleprogrammieren bzw. die Spiele-Designung und alles drum und dran weg von Adobe gebracht und war jetzt beim letzten Schritt nur noch beim Wegbringen von all den Schneide- und Videoschnitten. Frage ist, wie gut ich dann am Ende mit Musikvideos damit zurechtkomme. Das Programm, was ich jetzt habe, ist echt gut. Ich habe gerade bloß den Namen nicht mehr im Kopf, weil ich mir das einfach nicht mehr merken kann mittlerweile. Aber ja, deswegen muss ich euch leider vertrösten. Die letzte Folge, die Folge 15, wird es nicht geben. Dafür, als kleine Entschädigung, kommen diese Woche 4 Videos von Minecraft. Und eine davon wird zwar nicht Sky Factory sein, aber sie wird das erste Mal von dem Server kommen, auf dem ich jetzt spiele, von Ja, Leute, wenn ich mal nicht so verplant wäre, ne? Also, ihr hört's echt, ich bin verplant as fuck. Weil ich viel einfach versucht zu machen. In relativ weniger Zeit. Dylan Server, Ditech Server heißt er, ja. Da bin ich jetzt mit dabei. Ich habe die Freigabe schon bekommen. Und werde jetzt dann auch mal das erste Video drauf aufnehmen. Ich habe noch nicht genau den Plan, wie ich in Zukunft diese Serie halten werde. Ob die wöchentlich kommt, jede zweite Woche. Ob ich dafür irgendein anderes Video oder ein anderes Projekt kürze, damit ich da das Projekt reinführen kann. Ich bin beim Überlegen immer noch, ob ich meinen kompletten Kanal ein bisschen abändere
Obwohl ich eher gesagt habe, das will ich mit dem englischen Kanal in Zukunft machen, dass ich den ein bisschen anderen laufen lasse, wo ich nur 2 Videos die Woche bringe. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, ich habe noch keinen genauen Plan. Aber das kommt später. Heute haben wir erstmal ein ganz anderes Thema anzusprechen. Und zwar, ihr seht schon, wie ich muss erstmal hier auf den Stand wiederbringen, fällt mir gerade ein. Also, ich habe so ziemlich jedes von den Bäumchen, die ich bis jetzt hatte, auf Hopper gesetzt. Deswegen habe ich auch sozusagen nicht direkt unter die Bonsai-Dinger Kisten getan, sondern ich wollte drunter Hopper bringen, einfach um sozusagen die Kiste relativ schnell zu füllen. Ich glaube, ich werde die aber diesmal hier erweitern und dann mit einer Half-Slab hier arbeiten vielleicht. Irgendwie in der Art. Man muss noch schauen, wie ich das genau mache. So wäre die Idee. Oder ich tue den hier vorne austauschen und tue dann halt sozusagen darunter das platzieren. Das ginge ja genauso. Aber so ist aktuell der Stand. Ihr seht schon, die Kisten sind eigentlich relativ alle voll, weil ich in letzter Zeit auch viel gemacht habe. Und das war nicht mehr in der letzten Folge. Ihr seht, wir haben ja auch ein paar Crates. Die sind auch schon teilweise voll. Wir haben fucking viel Holz. Das ist richtig problematisch. Ihr seht schon, ich habe hier eine Plattform vorgearbeitet. Das war nach der letzten Folge, die leider weg ist, habe ich mich hier vorbereitet und habe hier schon mal so ein von Tinkers Corner so Seared Bricks im Boden platziert. Und im Inventar habe ich noch mehr, und zwar 6 schon gefüllte Tanks, ein Seared Controller. Und mein Plan wäre es jetzt, diesen Seared Controller und alles hier zu verbauen. Ich will mal was probieren, ich würde den gerne hier außen einbauen und die Tanks sozusagen hier so. Und jetzt schauen wir mal, ob die Idee, die ich habe, so funktioniert. Wäre nämlich mega cool. Mein Plan, eine riesige Schmelze zu bauen und somit sogar die Eisenproduktion zu automatisieren. Und ja, ich sagte jetzt großteils automatisieren, denn ich würde gerne außen dann sozusagen hier eine Dauerablauf einbauen. Irgendwie schauen, dass ich Lava automatisch, ja, produzieren bzw. einfüllen kann in das Ding. Das wäre so mein Ziel. So, und eigentlich, wenn das noch wie früher ist, ist es nicht. Vielleicht ist es das da auch falsch platziert. Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, wie damals das alles funktioniert hat. Ja, jetzt hat Schaden. Man braucht gar nicht die Ecken. Ich bin schon geil. Und jetzt seht ihr, wir haben hier natürlich viel mehr Blocks frei. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal das nehmen, was wir hier noch drin haben. Jetzt sind hier die Ankers drin, das ist ja relativ wurscht jetzt. Nehmen wir jetzt mal neue Blöcke, damit wir einfach mal das System kurz vorzeigen können. So, jetzt brauchen wir hier einfach euch, dich, dich und dich und dich. Und das sollte eigentlich reichen. So, dann machen wir mal Eisen schnell. Und ich hoffe, ich verkack's jetzt nicht schon wieder. Und ich hab's verkackt. Geil. Und zwar kommt ihr hier so hin. Genau. Dann mache ich die mal voll. Dann machen wir die auch voll. Das kann auch nur bei mir passieren, ne? Das verstehe ich auch nicht. Warum passiert das teilweise, dass es einfach so auf einer Stelle so voll wird? Schaut mir so ein bisschen nach einem Bug teilweise aus, weil ich halte eigentlich die Maustaste durchgedrückt. Jetzt seht ihr schon. Jetzt nimmt er hier wieder was weg. Ist doch richtig beschissen. Sitzen wir einfach hier jeweils noch 2 rein und dann wird das schon passen. Dann müssen wir den Rest halt per Hand noch anändern. Aber teilweise, keine Ahnung, dann zieht er es von der Mitte ab und ich weiß nicht mal, wieso er es macht. Ja, es ist komisch. Bleiben wir da mal so, ne? Aber ja, so. Wir haben wenigstens genug. Wir haben echt sogar viel zu viele Nüsse noch. Jetzt haben wir 28 davon und rein theoretisch. Würde ich jetzt hier reinklatschen? Klatsch! Sind schon alle drin. Da sind sogar noch Plätze übrig. Mega geil. Das geht jetzt schön hier in den Tank rein. Wir haben einen schönen großen Lavatank. Und hier wollte ich ein Podest einbauen aus Cobblestone dann. Ihr seht schon, hier ist das halb hoch und dann kommen hier solche Abläufe hin. Und zwar 3 Stück wollte ich hier hinhaben. Dafür brauche ich wieder Seared Bricks. Habe ich noch welche? Ja, habe ich noch, aber ich habe keine. Ah, ich habe keine einzelnen Bricks mehr, ne? Habe ich die schon alle? Nein, hier noch welche. Ich wollte nicht dann erstens 3 Cauldrons bauen. Beziehungsweise eine Platte, aber die habe ich ja noch. Und ich glaube, das war so. Okay. Perfekt. Zack. Dann können wir nämlich hier die so hinstellen. Da kommen jetzt noch Half-Slaps hin. Bin ja schon, dass ich keinen mehr habe.
Und die Seite wollte ich dann hier eh eigentlich so ein bisschen anheben. Man soll am Ende die eigentlich abfüllen können. Roten Blocks. Lass mich raten, ich brauche dafür wahrscheinlich andere Teile, oder? Scheiße. So, welche Blöcke habe ich jetzt wieder vergessen einzubauen? Halleluja. Welche Blöcke waren das? Welche waren das? Fluid in and output for the smeltery and tinker's tank. Als ob ich euch dafür brauche. What? In and output. Okay. Na gut, let's try it. Wir haben ja nichts zu verlieren, wirklich. Ich glaube, das Eisen, was da drin ist, ist auch tief genug. So, okay, und dann? Ah, ja, schauen, okay. Es ist halt doch eine Zeit her zwischendurch, dass ich hier was dementsprechend mache. So. Dann bauen wir die anderen zwei auch noch so ein. Schön, dass du die gar nicht abbauen musst. Das ist natürlich noch genialer. Klack, klack. Und direkt ja auch noch Eisen rein. Und so können wir natürlich noch eine bessere Automatisierung machen. Was noch geiler wäre. Und das will ich jetzt nochmal probieren. Wir haben ja unsere Koppeldinger hier. Unsere... Mir ist scheißegal. Ich werde jetzt das erste Mal einfach einen scheiß Hopper so bauen. Wir haben jetzt genug Eisen und unsere Eisenproduktion wird immer weiter steigen. Ich will mal probieren, was passiert, wenn ich euch jetzt hier reinstecke. Geht ihr dann da rein? Also er tut es auf jeden Fall rein. Mhm. Und die müssten jetzt hoffentlich dann schmelzen. Da sieht man es. Schön, sie schmelzen. Ja, perfekt. So wollen wir das. Und der Stand steigt. Warum ich das jetzt so mache, ist relativ simpel. Mir hat zwar auch TB geschrieben, es bringt sich nicht so viel und hin und her. Es geht mir darum, das zu automatisieren. Klar, es gibt wahrscheinlich einen Outdoor-Builder noch, den können wir in Zukunft dazwischen setzen. Aber ich will mich in der Zukunft fast nicht mehr darum kümmern müssen. Das wäre mein Ziel. Dass einfach ich am Ende Eisenblöcke drin habe. Und der Verbrauch von Lava, ja klar, wird sich sicher erhöhen. Aber ich nehme mal hier die Blöcke raus. Ich glaube, wenn wir das automatisiert kriegen. Schon. Also das meine ich mit. Das geht ziemlich flott. Das ging jetzt schon fast zu flott. Bedeutet, wir können jetzt auch einfach die Sachen, die hier jetzt drin sind, noch rausnehmen. Dann können wir das nicht abbauen, beziehungsweise für andere spezielle Projekte verwenden. Weil einfach das jetzt so schnell läuft. Die Dinger sind immer noch bummvoll. Und ich will halt eine separierte Eisenfarm jetzt noch bauen. Und ja, killt mich dafür, aber ich will die einfach da reinlaufen lassen. Mich nicht drum kümmern, einen riesigen Turm dann später machen und eine automatisierte Ablauffunktion einbauen. Das wäre so mein Traum. Weil ihr seht schon, Eisen fließt, wir sind reich. Und wenn ich meine reich, dann sind wir echt reich. Also, puh. Sind zwar nur noch ein paar Ingots drin, wie er so schön sagt, aber es ist ja trotzdem immer noch massenweise, was hier da ist. Also echt massen. Und das ist ja noch um einiges geiler. Der Verbrauch ist einfach mir im Moment vollkommen Latte. Aber wenn ihr seht, zack, wir haben hier dann wieder ein Stack mehr. Was will ich mich beschweren? Ich kann bald 64 solche Hopper machen und ich habe noch nicht mal mich wirklich dafür angestrengt. Aber wie gesagt, ich will mich jetzt erst um andere Sachen auch kümmern und da hatte ich ja letztes Mal eine coole Idee. Und zwar hatten wir ja so, mal, haben wir, bitte sagt, dass ihr Applied Energistics habt, das wäre mega geil. Oh Baby, oh, ich liebe den Mod. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres wie Applied Energistics für einen IT-Techniker.
Oh, ich liebe es. Jetzt ist natürlich die Frage. Applied Energistics hat dementsprechend auch Teile, die man eigentlich in der Wildnis findet. Diese Flux Crystals zum Beispiel. Kann ich die aus bestimmten Teilen in Zukunft designen? Alert Fluid, okay. Fluid Influencer, Crystal Matrix und Redstone. Okay, Redstone kriege ich aber her. Aus was kommst du? Ah, dafür gibt es einen Baum, okay. Oh. Hey Leute. Ich glaube, ich baue ein Datenzentrum auf. Ey, ich habe jetzt schon so Bock. Okay, Redstone. Okay, Redstone. Wo ist der Baum? Sapling. So, der braucht den Coal Sapling. Mhm. Bonsai Pot. Aber wie kriege ich dich? Aus Coal Sapling und Redstone Anchors. Okay. Nochmal zurück. Dich kriege ich. Red Roses, Wildberries, Red Dye. Okay. Also ich bräuchte im Grunde rote Rosen, um hier weiterzukommen. Weil das Petrified Resin, Iron Resin und Coal Saplings habe ich. Das ist jetzt kein Problem. Das sollte jetzt auf jeden Fall nicht zum Problem führen. Weil dann schauen wir, dass wir so schnell wie möglich dahin kommen. Weil das bringt sich extrem viel. Also so ein riesiger Datenspeicher von denen. Ja, TB, ich glaube, du wirst mir sagen, ja, die Barrels sind geiler, aber ich bin IT-Techniker. Da kannst du mir nichts gegen sagen. Ich liebe Datenzentren. Datenzentren sind geil. Ich hätte gerne selber eins. Also ich habe meinen eigenen Server eh hier stehen, unten im Keller. Aber ein Datenzentrum zu haben, wäre so, oh, Jacques Sucel. Ne? Also, bitte versteht mich da, aber ich fände es viel geiler, ein eigenes Datenzentrum zu besitzen, als so ein paar Kisten. Wie ist das Stand? Ja, das schaut noch gut aus. Beide sind doch schon fast voll. Geil. So. Wo baue ich mein Datenzentrum eigentlich hin? Warte, ich kann natürlich... Oh. Dann kann ich das hier absaugen. Ich kann die Konstruktion so lassen und ich sauge einfach ab. Ich muss nur irgendwann die Hopper austauschen. Mega geil. Genau. Wie kriege ich jetzt Gras? Und da gibt es bestimmt eine Info aus unserem schlauen Buch. Das ist, ich wollte gerade sagen, wo ist das Buch hin? Gras. Ich bin slimed, ja. Hat nicht mal TB was zu Can't Craft the Using Dog angehört? Okay, ja. Aber hat nicht mal TB mir eine Info geschrieben? Jetzt ist es natürlich blöder, dass ich hier nichts verschieben kann mehr. Aber, warte mal, ich kann doch bestimmt einfach auch schauen, Grassblock. Das wird doch jetzt hier nicht das Problem sein, dass ich gucke, wie kann ich einen Grassblock machen. Okay. Nature Essence. Okay, Cauldron. Ich soll Bone Leaves, Cookie Leaves, Bacon Leaves, Donut Leaves. Irgendwelche Leaves? Wollt ihr mir das damit sagen? Nickel Leaves, Emerald Leaves. Ich schaut mir so gefühlt nach jedem Leaf aus und in Mud. Okay, und wenn ich jetzt dann... Okay, wenn ich das dann mache, kriege ich einen Block raus. Okay, zum Glück habe ich ganz viele Leaves noch. Und die Möglichkeit, beziehungsweise ich habe sogar noch ganz viel davon. Leute, ich werde mir jetzt schnell mit ein bisschen Cobblestone, den ich zufälligerweise noch besitze, also ein paar Cauldrons machen. Ja schön, ich denke so ein paar aufs Besitz zusammen ist auch nicht schlecht. Und den setze ich jetzt mal hier hin. Ich habe irgendwo auch mein Bucket. Der ist voller Lava. Kann ich hier schon was nachfüllen irgendwie? So. So, und jetzt brauche ich Leaves. Ich habe doch hier so schöne Dirtleys. Funktioniert das mit euch? Jawohl! Alter, wie... Easy. Vor allem, ich verhöhe mein... Wisst ihr, was mich gerade merkt? Das ist voll der Cheat. Ich brauche Computercraft. Dann kann ich mir unendlich Erde cheaten. Wisst ihr, wieso? Das ist am Ende ja auch nur Dirt. Würde rein theoretisch, wenn ich jetzt... Nee, okay, das hat leider nicht funktioniert. Aber wenn ich dich jetzt abbaue... Ich will es nochmal probieren. Kriege ich Dirt raus. Das Dirt hier rein... Und dann die billigen Leaves rein. Das ist ja voll der Cheat.
Das ist ja voll der Cheat. Alter, fuck the system und so. Das machen wir jetzt noch dreimal. Also ist wahrscheinlich teurer, aber überleg mal, ein paar Leaves zu verbrauchen, die ich in Zukunft ja sowieso eigentlich nie wirklich brauche, ist ja um einiges geiler. So, jetzt habe ich 32 Blocks. Und wisst ihr was, wir machen hier drüben einfach direkt die Wiese hin. Wir machen hier direkt drüben eine Wiese. Mit einem schönen großen Eingang. Der dicke ein paar Cobblestone-Teile einfach. Weil ich finde, das schaut bestimmt viel besser aus. Und ich weiß nicht, ob ihr es auch hört, aber irgendwas ist mit meinem Kopf voran. Irgendwo klackert es hier. Ganz, ganz komisch. Das ist echt unangenehm gerade. Also entweder sind es meine Kopfhörer, die langsam den Geist aufgeben. Oder nicht, weil es wird immer wieder, es kommt immer wieder her. So, ich brauche einfach nochmal drei von euch, bitte. So. So, jetzt brauche ich nicht nochmal Wasser, weil das wird auch die gefährlichste Aktion jetzt. Ich will da runter und unten Blocks platzieren. So, okay. Ich brauche schon eine meiner Kisten. Um schon mein ganzes Inventar da drin zu platzieren. Falls ich falle, will ich nicht alles verlieren. Ah, scheiße, Inventar ist voll. Komm, das behalte ich jetzt mal im Inventar. Ist ja scheiß drauf. Du bist wichtig. Die Fackeln sind auch ein bisschen wichtiger. Komm, es dann brauche ich ja so oder so. Die Fackeln sollte ich auch mitnehmen. Glaube ich, wäre schlau. Den Eimer lassen wir mal. Den Eimer, ja, den tun wir da rein. So, ich nehme noch ein bisschen Cobblestone mit. So, okay. Nein. Mal den Eimer. Perfekt. Warum mache ich das Ganze jetzt so? Weil ich denke, das ist eindeutig schlau wäre. Jetzt habe ich das Problem, ich muss eigentlich da hinten hin und komme da nicht hin. Hoffe, das Wasser spielt mit. Ja, bis jetzt spielt es mit. So. Haben wir die Richtung auch zugemacht. Da soll jetzt sozusagen hier alles abgesichert werden. Falls ich Erde abbaue, will ich nicht, dass unbedingt was umfällt oder dass ein Tier halt durch den Boden fällt. Falls ich in Zukunft halt hier Tiere spawnen habe, will ich nicht, dass das hier passiert. Und deswegen will ich einfach hier auf Nummer sicher gehen und setze noch ein Stück Boden drunter. Dann kann man da vielleicht in Zukunft auch was draus Nutzen ziehen natürlich. Ich werde auch in Zukunft gleich mal ein paar Stöcke irgendwo bauen, also dass ich einfach eine Leiter habe, wo ich verschiedenste Stöcke bauen könnte, die einfach schon mal vordefiniert sind. Denn dadurch habe ich natürlich auch die Chance, dass ich erhöhte Sicherheit einfach habe, ne? So, ich werde mal sagen, hier machen wir fürs erste Schluss. So. Warte, in die Richtung ist noch nichts zugemacht. Ich will eine schöne große Wiese eigentlich haben. Machen wir einfach bis da vorne. Das ist natürlich wieder dasselbe Problem wie vorhin. Aber rein theoretisch können wir das schnell lösen, indem wir den Block nehmen. Und dasselbe machen wir jetzt einfach hier.
Block. Ich hätte das vorhin einfach genauso machen können und es hat einfach null Unterschied gemacht, ne? So. Klar, aktuell ist hier noch nichts, aber in Zukunft soll hier genügend sein. Und man muss ja vordenken. Weißt schon, wenn man sich schon die Arbeit macht, hier rumzuarbeiten. Oh. Ich sehe gerade auf die Zeit, Leute. Und, ich glaube, es ist genug Ausgleich mittlerweile. Ich werde bis zur nächsten Folge das hier fertig bauen. Und dann werden wir das erste Gras hier reinsetzen und noch ein bisschen Bone Meal holen. Und dann, ja, schauen, dass wir den ersten Redstone-Baum kriegen. Und schauen, was wir aus dieser schönen Wiese auch noch machen können, ne? Also, bis zur nächsten Folge. Und, ja, also, bis dann. Ciao.